Hallo, heute sind wir im schönen Land Brandenburg und zwar genauer gesagt auf einer Apfelplantage. Das Buch, worüber ich heute sprechen möchte, spielt zwar eigentlich in England, allerdings war der Weg ein bisschen zu weit. Das Buch heißt Apples von Richard Milward und es geht um Liebe, Drogen und Sex und vor allem geht es um Eve und Adam. Die beiden sind zwei Teenager, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Adam ist ein kleiner, verschüchterter Junge, der in seinem Leben noch nie Sex oder irgendwas in dieser Art hatte, wird regelmäßig von seinem Vater verprügelt und hört in seiner Freizeit Beatles. Und Eve hat schon 100.000 Erfahrungen mit Jungs gemacht, jede Menge Drogenerfahrung. So lernen sich die beiden kennen. Liebe, Sex, ein bisschen Drogen und das Ganze mit englischen Wurzeln, das ist doch eigentlich eine Kombination, die man aus anderen Büchern schon kennt. Also sie hat natürlich ganz klar den Popularitätsbonus. Jeder kennt die Viva 2 Moderatorin und das Buch wurde inzwischen schon zigtausendmal verkauft. Wohingegen Richard Milward eher ein Debütantenautor im klassischen Sinne ist. Also tatsächlich sein erstes Buch, das er geschrieben hat. Und ihm kauft man die Geschichte der 15-Jährigen ja auch mehr ab. Bei Charlotte ist es nämlich irgendwie so, die schreibt von einer 17-jährigen Heldin. Das ist auch alles ganz unterhaltsam, aber irgendwie glaubt kein Mensch, dass diese Heldin tatsächlich erst 17 ist. Also bei einer 25-Jährigen völlig klar, aber 17-Jährige wirkt irgendwie zu naiv zu ihren Handlungen. Kümmern wir uns wieder um Apples. So, das Tolle an Apples fand ich eben, dass beide Handlungsträger eine eigene Entwicklung durchmachen. So ist zum Beispiel Eves Mutter wird krank und Eve lernt dann immer mehr, dass es eben wichtig ist, dass sie einen Menschen an ihrer Seite hat und ist nicht mehr so aus auf den schnellen Spaß und auf die schnelle Freude wie früher. Und Adam im Gegensatz dazu wird immer selbstbewusster und lernt vor allem auch, was ihm wichtig ist, dass er eben Mädchen zeigen kann, dass er eben nicht so macho ist. Und es gibt eigentlich nur zwei Elemente in dem Buch, die mich so ein bisschen gestört haben. Es werden in dem Buch jede Menge bunte Tabletten konsumiert, ne? Also das reicht wahrscheinlich noch gar nicht für das ganze Buch. Das finde ich jetzt nicht störend, aber was mich dann im Gegensatz dazu ein bisschen genervt hat, diese ganzen bunten Pillen und jede Menge Alkohol, das ist alles völlig okay. Aber sobald einer eine Zigarette raucht, dreht Eve durch. Ne? Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ihre Mutter eben Lungenkrebs hat, aber trotzdem, ich meine, das andere ist ja auch gesundheitsschädlich, wenn man schon so argumentiert. Was natürlich wirklich ein bisschen störend ist, ist diese Kondomgeschichte. Ne? Also in dem Buch haben immer wieder Mädchen Sex mit irgendwelchen Jungs und es passiert genau zweimal, dass eben kein Kondom vorkommt. Und welche Überraschung, diese Mädels werden schwanger. Und das finde ich, ist schon nett. Ne? Verhütung ist sicher wichtig, aber dass man jedes Mal schwanger wird, wenn nicht, das finde ich, ist so ein bisschen dick mit dem moralischen Zeigefinger aufgetragen. Zumal das Buch ja sonst auch nicht so moralisch ist. Was ich allerdings hingegen wirklich sehr schön fand, waren diese experimentellen Ausflüge, die man ja in dieser Art schon von Irwin Welsh kennt. Also er hat zum Beispiel mal einen Schmetterling, also Richard Milward jetzt, er hat einen Schmetterling, der durch die Gegend fliegt und Adam und Eve da beobachtet und dann so ganz dezent mehr oder weniger berichtet, was den beiden so widerfährt. Oder ein ungeborenes Baby, was die Mutter beschimpft, wieso sie jetzt mit einem Typen ins Bett geht. Und das ist eigentlich schon sehr spannend geschrieben. Und ich finde vor allem, es ist ein Buch, das sich sehr unterhaltsam liest und es hat auch eine schöne Radikalität, also die man sonst oft vermisst und die jetzt irgendwie nicht geschraubt und irgendwie möchte gern plakativ ist. Also es ist wirklich sehr empfehlenswert. So viel zu Apples. Und ich hole mir jetzt noch ein paar.